Am Ende einer Schullaufbahn auf der Waldorfschule steht die Präsentation der Jahresarbeit. Ähnlich wie bei einem Praktikum erarbeiten sich die Schüler dabei ein selbst ausgewähltes Thema. In der 11. Klasse werden die Jahresarbeiten begonnen und in der 12. dann präsentiert. Und diese Präsentation, die läuft im Moment an der Rudolf-Steiner-Schule in Düsseldorf in vollem Gange. Natascha Wiese hat sich vor Ort umgesehen. Seit gestern präsentieren die Schüler der 12. Klasse hier an der Waldorfschule ihre Jahresarbeiten. Und was genau eine solche Jahresarbeit ist, das weiß Franz Glaf und den darf ich jetzt auch neben mir begrüßen. Herr Glaf, erzählen Sie doch mal, was genau ist das? Ja, das ist eine Arbeit, die jeder Schüler individuell anfertigt. Er wählt sich ein Thema, er wählt sich eine Aufgabe am Ende der 11. Klasse und arbeitet dann begleitet von einem Lehrer, der ihn mentoriert, ein Jahr lang daran und stellt dann das Ergebnis vor hier, die ganze Klasse, an einem Wochenende, 3 Tage lang, macht eine Ausstellung, das sehen wir hier, da befinden wir uns gerade drin, macht eine schriftliche Arbeit, macht einen Vortrag und dann noch ein Kolloquium. Kolloquium sagt mir jetzt nichts. Können Sie da noch mal näher drauf eingehen? Ja, das ist eigentlich im Grunde eine neue Erfindung, die wir hier gemacht haben, als wir vor 4 Jahren anfingen, dieses Projekt Jahresarbeit zu verbessern. Haben wir gesehen, dass es gut ist, wenn die Schüler Experten auch haben, wenn sie Menschen von der Handwerkskammer, von der IHK, Personalleiter, Ausbildungsleiter, ja, wenn die sie kontaktieren und sehen und sich ein Bild machen können von dem, was die Schüler hier geleistet haben, dass sie es einfach einschätzen können. Wie wirkt das nach außen und welchen Stellenwert hat die Arbeit, die ich da geleistet habe? Und dann nehmen wir uns 2 Stunden Zeit. Mit 3 Schülern sitzen wir zusammen in einer kleinen Runde, 3 Schüler und 6 Erwachsene, und besprechen da ganz intensiv diesen Arbeitsprozess und die Ergebnisse der Arbeit. Welchen pädagogischen Sinn hat denn eine solche Jahresarbeit? Ja, das Wesentliche ist ja, dass die Schüler sich selbst ein Ziel setzen, dass sie selbst das Jahr strukturieren. Im normalen Unterricht ist es ja so, da geht's nicht anders. Der Lehrer sagt, das machen wir jetzt und zu morgen macht er das, ja, und nächstes Schuljahr kommt dieses und jenes. Also selbst sein eigener Projektmanager zu werden, das ist eigentlich das Schwierige und die Herausforderung daran. Und das bei einem Thema der eigenen Wahl, wo man sich nicht verdrücken kann und nicht sagen kann, ah ja, das passt mir nicht so, das war, hätte lieber was anderes gemacht. Also das ist die große Herausforderung, Selbstständigkeit beim Lernen zu erlernen, also das Lernen zu lernen, so könnte man das sagen. Bekommen die Schüler dafür Noten oder wie werden sie dafür belohnt, dass sie sich sozusagen ein Jahr lang ja dafür bemüht haben? Ja, also das haben wir auch ausprobiert in diesem Forschungsvorhaben, haben das mal probeweise gemacht, wie das funktioniert mit Noten und haben gesehen, dass dann eine ganz andere Form der Motivation entsteht bei den Schülern. Da haben die gesagt, ach, wenn das so ist, dann wähle ich doch etwas, was ich schon gut kann, was ich schon seit 7 Jahren mache, damit kann ich glänzen. Dann war dieser Charakter, etwas Neues sich zu erwerben, der war dann weg. Nee, wir machen so, dass wir Gutachten schreiben. Die Gutachten werden auch ergänzt von Menschen, die außerhalb der Schule stehen, die sich einen Eindruck verschafft haben. Und damit können die Schüler wirklich viel anfangen. Also wir haben schon mehrmals das gehabt, dass der Personalleiter der Stadtsparkasse sagte, schönen Gruß an den Philipp. Das, was der gemacht hat, hat mich überzeugt, der kann bei uns sofort anfangen. Also da haben sie wirklich auch was davon, von dem, was sie dann als Gutachten mitnehmen können. Da muss keine Note stehen. Das ist ja auch gar nicht vergleichbar, was sie miteinander da auf verschiedenen Feldern machen. Ja, vielen Dank, Herr Glaf. Und wenn Sie Lust haben, die Jahresarbeiten der Schüler auch noch zu sehen, dann können Sie das heute Abend tun. Da gibt es hier Musik und Tanz und auch noch vieles mehr. Vielen Dank, Natascha. Vielleicht eine Möglichkeit für Sie, Ihr Wochenende zu beginnen.